Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Und wir hatten ja beim letzten Mal die zweite Tour beendet und deswegen starten wir hier wieder im Menü. Und was haben wir nochmal kurz übergeblickt? Level 2 haben wir geschafft und 659 Kilometer sind wir ja schon gefahren insgesamt. Und jetzt haben wir 12.880 Euro zusammen und den nächsten Auftrag. Ne? Es ist so fade am Anfang. Schnelle Aufträge müssen wir nehmen. Eigenen LKW haben wir ja noch nicht. Wir sind hier in Polen. Wo ist das hier? Bei Plock, genau. Und da gucken wir mal, was haben wir denn hier? 8.000 können wir verdienen. Oder geht quasi wieder zurück. Was ist denn hier? Ist dasselbe. Nach Bratislava. Ja. Das gibt immerhin schon 9.000. Ne? Was haben wir hier? Sluk. Oh, das geht nach Weißrussland rein. Das könnte irgendwo interessant werden, ne? Was nimmt's noch? Vaxjö nach Schweden. Dann Polen. Was ist das denn hier? LT. Ach so, Litauen. Budapest. Polen und Berlin. Berlin könnte man ja nehmen, wenn man dann versucht, da als nächstes mal hier in Richtung Calais hinzukommen. Ne, da gibt's ja dann hier... da. Ägypten. Ich kann von Kairo aus nichts nehmen. Das geht nicht. Aber ich könnte sagen, hier sind jetzt alle gezeigt. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr. Ich kann auch springen. Aber da habe ich Gäfle von... Ja, das sind nur Orte, die ich kenne hier. Aber es sind natürlich Zielorte fremde. Vielleicht ist da ja irgendwie mal so ein Zielort bei. Ich kann ja mal durchgucken. Ja. Nee. Bergen. Polen, Norwegen, England, Oberhausen. Hey, meine Geburtsstadt. Duisburg. Ja, von Trelleburg, von Rostock aus. Osnabrück. Alles irgendwo, ja, nichts Weltbewegendes, alles nicht so furchtbar weit. Das ist Island, ja. Ja, wir nehmen aber wieder von hier aus was und was hatten wir da? Das ist ja quasi selbe Weg zurück. Bratislava wäre nach dem Süden hin. Das nach Russland könnte man ja ruhig mal machen, ne? Dann würden wir beim nächsten Mal vielleicht was finden, was noch weiter reingeht. Hier oben ist nämlich auch ganz interessant. Ja, warum nicht? Na? Von Plock nach Sluk. Okay. Gibt auch 11.000. Sind 700 Kilometer. Ist ein Stückchen länger. Machen wir das. Was haben wir eigentlich für ein LKW? Ein Iveco, ein Stralis. Weiher. Ein Fiat. Okay, ja gut, habe ich wieder ein bisschen verquatscht, aber ich kann mich manchmal so schlecht entscheiden. Vielleicht sollte ich mal so ein Livestream machen, ne, wo die Leute dann schreiben können. Und dann müsst ihr aber da auch noch drauf gucken, das wird dann richtig stressig, da brauche ich Hilfe bei. Ne? Und wo dann heißt, ja, mach doch das. Ne? Ich weiß aber nicht, wie das geht mit den Livestreams, aber da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Vielleicht wird das in Zukunft mal kommen. Da könnt ihr mich dann so richtig mobben und ärgern, dann mache ich nur einen. Ja gut, so, jetzt haben wir, jetzt gucken wir erstmal von außen, das mache ich ja immer. Aha, LKW, ein Iveco, naja, ich glaube, der zieht kein Hering von Tellern, aber da gibt es ja auch unterschiedliche. Hässlich. Irgendwie. Na gut, wie hört er sich denn an? Na, wie sich so ein Fiat eben anhört, ne? Fiat, Fehler in allen Teilen, rostet schon im Prospekt. Oh, jetzt mache ich mir bestimmt Feinde. Bestimmt mache ich mir jetzt Feinde. Jetzt muss ich gucken. Ich muss da irgendwie jetzt links fahren hier. Gut, auf geht's. So, ist der gleiche Firmenhof, ne? Ja, ja. Hier war ich doch gerade auch. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet, auf die Firmenbezeichnungen. Aber das scheint mir so. Ja, na klar. Ne, oder? Doch.
Passt das? Ja, das passt gut. So. So, da kommt dann gleich erstmal ein Kreisverkehr. Da müssen wir links. Wieso ist der eigentlich so ganz voll gemalt hier? Ist irgendwie komisch. Oh, 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 da schon, so rasieren wir gleich die Schilder ab innen, oder? Ja, geht noch. Dann machen wir aber jetzt mal im fünften. So. Manchmal muss ich so lange den Gang suchen, ist die Karre schon so langsam geworden. Da wird es dann auch nichts mehr. Sprit, ja, dreiviertel voll etwa, das sollte reichen. So. Och, der fährt aber ganz prima so. Was haben wir eigentlich geladen? Ich habe da überhaupt nicht drauf geguckt, was da überhaupt in der Ladung ist. Ein Ölfilter, 12 Tonnen. Ja, 12 Tonnen ist auch nicht so schwer. Dann zieht er das eigentlich auch ganz gut. Fahren wir die Ölfilter halt. Richtung Russland. Dürfen wir, wir fahren schon zu schnell. So. Tempomat ist drin, lohnt sich vielleicht gar nicht. Naja. Fünfzehn Uhr ist es. Okay. Schon wieder ein Kreisverkehr. Wir fahren Richtung Vostava. Aber ganz schön flott reingerauscht hier. Ja, macht nix. Indianer haben wir hier auch, sehe ich gerade. Ne? Die haben hier ihre Indianerhäuschen hingestellt. Habe ich noch nie in der Realität gesehen. So eine komischen Strohhäufchen da. Also gibt's das wirklich? Ah, hier rechts sind ja auch die Indianer. Na. Ja. Schon wieder zu schnell? Nee, diesmal noch nicht. Ein bisschen darf ich noch. Aber, ach, da geht's auf die Autobahn, sehe ich da gerade. Gut, gut. Na? Ach ja, das ist erstmal müßig. Kohle machen, Kohle machen und nicht so furchtbar spektakuläre Gegend. Ja. Kriegen wir schon. Müssen wir halt geduldig sein. Boah. Ich glaube, ich mache so ein bisschen Ausholer, dass ich hier reinkomme. Ah, das passt. Mal gucken, ob wir nicht die Planke mitkratzen. Ah, das geht so gerade. Ist schon recht eng, ja. Ich weiß, warum ich ausgeholt habe. Mir hat schon gedacht. Passte aber. ...647 Kilometer sind es noch. Das ist ja dann doch schon so ein bisschen Strecke. Und ich denke mir, wenn ihr jetzt nicht sehr bald schreibt, ja, hol dir Kredite, dann werde ich, sobald ich irgendwie so um die 70.000 zusammen habe, werde ich mir den Peterbilt Truck holen. Der ist nämlich günstig. Da muss ich nur gucken, dass ich irgendwo so eine DAF-Werkstatt ausfindig mache. Na? So, 80 ist hier nur erlaubt. Die haben wir jetzt auch eingeloggt.
Und dann geht's auf nach Russland. Ja, so eine DAF-Werkstatt brauche ich dafür, weil da gibt es den nämlich. Da ist der angesiedelt. Und wie gesagt, relativ günstig. Irgendwie in der günstigsten Version irgendwie paar 60.000, glaube ich. Dann habe ich wenigstens schon mal erstmal einen eigenen Truck. Dann sind auch die Auftragsvergütungen deutlich besser. Aber diese circa 70.000 muss ich ja erstmal zusammenfahren, ne? Das dauert noch ein paar Folgen. Und hier ist die Straße irgendwie kaputt, ne? Aber es huggelt nichts. Also ich merke jetzt so aus Feedback-mäßig nichts. Die sieht nur so aus. Oh, da kommt aber eine scharfe Kurve. Hier ist auch nur 70. Oh, ich muss auch da vorne gleich links abbiegen, sehe ich. Also, PKWchen, sieh zu, dass du dich vom Acker machst, sonst quetsche ich dich durch die Planke. Dann siehst du ziemlich flach aus auf der anderen Seite. So, Warszawa haben wir jetzt auch mit auf dem Plan, das ist schon mal gut. Alles frei. Wollen wir mal gucken. So. Ja, was haben wir denn jetzt schon gehabt? Den Volvo hatten wir am Anfang, dann hatten wir einen Mercedes und einen Scania und jetzt haben wir Iveco. Ja, kriegen wir alles mal so auf die Reihe, ne? Hat ja auch irgendwo was, ne? Dass man mal, was stand da drauf? Keine Ahnung, irgendwas Polnisches. Białystok. Immer dieses Ducken bei den Schildern, das macht einen ja irgendwie Angst, ne? Ikea gibt es ja überall. Hat einer irgendwie Appetit auf schwedische Fleischbällchen? Dann machen wir hier mal Rast. Das ist ja noch ein Stückel, ne? Vielleicht sollte ich mal einfach, ich muss mal. So, jetzt haben wir 80 eingeloggt und jetzt erhöhe ich das mal auf 85, dass wir mal ein bisschen zügig vorankommen. Ich habe auch noch gar nicht geguckt, wie sind wir eigentlich so zeitdruckmäßig zugange. Wir haben jetzt fast 17 Uhr am Dienstag. Wir müssen da sein. Mittwochmorgen 10 Uhr bis Mittwochnachmittag 16:30 Uhr. Also morgen Nachmittag sollen wir spätestens da sein. Ja, da könnte man eigentlich in der Nacht schlafen. Ah, schauen wir mal. Das wird erst dann richtig interessant, wenn wir Angestellte haben. Dann versuche ich natürlich auch öfter mal mit der Fähre zu fahren, gerade am Anfang und nachts zu schlafen, weil in der Zeit nämlich die Kollegen auch weitermachen und dann gibt es Kohle, ne? Dann ist das immer sinnvoll, wenn man zusieht, dass man zeitmäßig weiterkommt. Du bist mir zu dicht vor mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fahre vielleicht auch ein bisschen flott hier. So. Der ist mir ein bisschen langsam. Kann ich hier rüber oder muss ich sowieso? Ich habe es befürchtet, dass der jetzt hier Schwierigkeiten macht. Ja. Naja, warum auch immer so viel Autobahn? Nein, wir fahren lieber Landstraße.
Nützt ja nichts. Da stehen sie schon wieder. Was ist da los hier? Ach, das ist schon wieder eine Verengung. Ich wollte gerade sagen, ich fahre jetzt einfach dran vorbei. Aber das funktioniert nicht. Und hier stehen die Bullen. Ja, deswegen. Die doofen Bullen machen wieder Verkehrsgefährdung Deluxe. Haben die ja nicht gehört. Irgendwie einsam hier, ne? Alles so trist. Komisch. Auch nicht viel Verkehr irgendwo. Ja, muss ja auch nicht. Obwohl, 17.50 Uhr sollte eigentlich Berufsverkehr sein, ne? Aber ich weiß nicht, was haben die Polen denn so für einen Beruf? Nein, ich sag's jetzt nicht. Tue ich nicht, mache ich nicht, bin gut erzogen. Du wartest gefälligst, du Bus. Wieso können die durch diese Absperrungen fahren und ich nicht? Ich kann's nicht, ich weiß das. Ich habe es schon versucht, wenn auch unfreiwillig. Ach ja. Na, man wird da hinten wieder breiter, ne? Ach, da geht's nach Białystok. Da kommen wir quasi durch. Und dann geht's wieder runter. Na toll. Was ein komischer Bogen. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Poland Rebuilding und die Promods Map, die hängen ja jetzt zusammen. Das ist ja eine. Und an deren Außengrenze kommt ja dann die Russ-Map an. Und dann ist das hier so, ja, Routentour-mäßig gesehen manchmal so ein bisschen ungeschickt, weil die ja quasi so ein bisschen aneinander geflickt wurden, ne? Da gibt's ja auch so einen extra Mod für hier, der quasi die Promods-Map mit der Russ-Map verbindet. Das kann also sein, dass wir dann gleich, naja, gleich nicht mehr beim nächsten Mal, wenn wir die Russ-Map-Bereich erreichen, dass wir dann, mal gucken hier. Ich muss jetzt aber, mal gucken. Weiter. Ja. Dass dann so der Baustil, der Map-Baustil sich ein bisschen verändert. Und wer die Russ-Map noch nicht gesehen hat, ja, wird vielleicht ein bisschen anders sein. Aber die Russ-Map, die ist auch wirklich 1A super klasse gemacht. Ganz anders. Nee. So, den wollten wir. Da steht Wanga Wanga Bozni Viara. Keine Ahnung. Polen, die das jetzt sehen, die werden sich totlachen. Macht nix. Ist nicht schlimm. Joa. Schon wieder Białystok oder so. Oder wie das heißt. Oh, ist 70. Mal wieder ein bisschen bremsen. Dann kommen wir in die Stadt rein. Ja. So ein Scheiß hatte ich nicht gesehen. Aber ist ja alles frei. Der da hinten fährt mir jetzt ja wohl hoffentlich nicht in die Karre. Ah, hier blitzen sie. Was kratzt ihr denn überall so? Ist doch nichts. Ich hab doch normal gekuppelt, Mensch.
eigentlich wollte ich ja jetzt mal irgendwo am Parkplatz fahren oder so, weil die Zeit ist längst abgelaufen. Aber hier ist nichts und so mitten in der Stadt ist doof. Und so einen Übergang an der Ampel mag ich auch nicht machen. Fahren wir halt noch ein kleines Stückchen weiter. Müsst das noch einen Moment mit mir aushalten? Ach, muss ja keiner. Aber die meisten machen sowieso vorzeitig aus oder scrollen vor. Gib's zu. Ist ja auch langweilig alles, ne? So. Ihr Lostock haben wir jetzt auch schon durch. Richtung Lublin oder Lublin oder wie heißt das? Suwatki. Weiter gen Russland. Schon wieder raus aus der Stadt. Aber hier ist immer noch 50. Warum? Wegen der paar doofen Kurven hier? Kann doch nicht sein. Ah, da ist vorbei. Ja. So. Und jetzt mache ich's wahr. Jetzt steht das Schild da im Weg. Ich wollte jetzt hier an der Seite anhalten. Geht alles nicht. Abbiegen geht auch nicht. Hier stören mich die Strommaste. Müssen wir noch ein Stück weiterfahren. Gott, das wird aber eine echt lange Folge, ne? Oh, Panzersperren hier oder was? Folgenende Verhinderungssperren sind das. Ich will doch mal irgendwo... Ja, nee, ist klar. Ich will doch mal irgendwo anhalten hier. Gott verdorri, nur eins. So, hier, jetzt aber. Hier ist platt, das ist ja wie ein Parkplatz hier. So, mal gucken, dass wir jetzt hier gut rauskommen. Und der Verkehr weiterfließen kann. Im ersten Stück vorziehen noch. Aufpassen, dass wir beim nächsten Mal nicht. Du kannst weiterfahren. Bist du mir etwa hinten drauf gefahren? Du hattest gerade den Warnblinker an. Fahr weiter. Hallo? Wieso fährst du nicht weiter? Da ist genug Platz. Offensichtlich nicht. Reicht jetzt. Ach ja, jetzt geht's auf einmal, ja? Dummbatz! So, ich würde nämlich ganz gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen zurücksetzen. Damit ich beim nächsten Mal nicht gleich gegen den Poller fahre. Weil ich habe nämlich vor, jetzt auch mit der Aufnahme erstmal Pause zu machen. Das reicht jetzt erstmal. Das waren jetzt 3 Folgen, die ich gemacht habe. So. Und dann machen wir den an hier. Genau. Den Piepser aus. Das nervt nur. Ach ja. So, ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause. Also in real mache ich jetzt eine Pause. Ja, weiß nicht, für ein paar Tage vielleicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye bye. Tschüssi.